die CDU-CSU als abschließenden Redner in dieser Aussprache. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es schon ein paar Dinge, die wir zu den Einwendungen, die hier vorgebracht worden sind, sagen müssen. Also, lieber Herr Gerke und vor allem Frau Dagdelen, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist doch überhaupt gar keine Frage, dass wir von unseren türkischen Partnern erwarten, dass sie mit Maß und Verhältnis agieren. Und warten Sie. Und es ist auch überhaupt keine Frage, dass, wenn sich herausstellt, dass es hier um 200 oder mehr Zivilisten sich handelt, dass das nicht, dass wir das nicht einfach so unangesprochen hinnehmen können. Ist doch gar keine Frage. Aber es muss auch erlaubt sein, für die Türken den Terror zu bekämpfen. Und wenn sie das tun, dann ist es auch in Ordnung. Zivilisten, nein, das sehe ich ganz genauso. Sie werfen uns Doppelbödigkeit vor und wir würden mit zweierlei Maß messen. Frau Dagdelen, ich hätte mir gewünscht, mit Blick darauf, dass Assad mit Hilfe Putins Aleppo in Schutt und Asche legt, Tausende von Zivilisten sterben, die nur halbwegs dieselbe Empörung für die Russen aufgewendet hätten in ihrer Rede, wie sie das für die Türken gemacht haben. Frau Keul und auch Sie, Frau Dagdelen, haben den Eindruck hergestellt, Deutschland und die Bundeswehr könnte möglicherweise Daten zur Verfügung stellen, die beispielsweise den Türken dienen, die Kurden zu bekämpfen. Die Bundesregierung schließt es nicht aus. Frau Dagdelen, wenn Sie mal sich mit Ihrem Kollegen Herrn Neu unterhalten und Frau Keul, wenn Sie sich mit Ihrer Kollegin Frau Brugger unterhalten, wir haben doch gesehen und nicht nur einmal, schon mehrfach gesehen, welche Daten dort erhoben werden, wie die kontrolliert werden, fünffach kontrolliert werden, sodass definitiv eins ausgeschlossen ist, dass falsche Daten tatsächlich an die beispielsweise Türken geliefert werden. Wir fliegen in dieser Region gar nicht und erheben diese Daten gar nicht. Insofern malen Sie nicht Dinge an die Wand, die so einfach nicht stimmen. Und ein drittes, die Frage Stationierung deutscher Soldaten in der Türkei. Wir haben die Diskussion gehabt und ich war einer derjenigen, die gesagt haben, wenn es nicht möglich ist, für das Parlament diesen Standort zu besuchen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, ob eine Stationierung dann dort weiterhin möglich ist. Wir haben diesen Standort jetzt besuchen können. Alle Fraktionen waren begleitet. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt das gesamte Reisekarussell Bundestag, jeder einzelne Abgeordnete dann noch hinfahren soll. Auch hier bitte Maß und Mitte. Natürlich muss es möglich sein, auch weiterhin, dass Abgeordnete, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dorthin fahren. Aber man sollte es nicht übertreiben. Wir haben das in der Türkei ganz klar und deutlich gemacht, zusammen mit dem Delegationsleiter Karl Lamas. Wir haben klar gesagt, dass wir erwarten, dass das jetzt die Regel ist und keine Ausnahme. Und ich kann nur sagen, den Eindruck haben wir mitgenommen, dass das die türkische Seite auch so sieht. Meine Damen und Herren, ich möchte noch mal den Blick auf die Mission Inherent Resolve lenken. Die Luftschläge der Anti-IS-Koalition haben deutlich dazu beigetragen, den IS massiv zurückzudrängen. Hierfür danke ich den deutschen Soldatinnen und Soldaten, die in Incirlik auf der Fregatte Augsburg und in den Stäben der Mission ihren Beitrag dazu leisten. Wir durften der Terrormiliz nicht tatenlos gegenüberstehen. Davon bin ich nicht zuletzt mit Blick auf ein UN-Papier diesen Jahres überzeugt. In ihm benennen die Vereinten Nationen die zahllosen, brutalen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, die der sogenannte Islamische Staat gegen die Jesiden beispielsweise verübte. Der Bericht verurteilt die Taten für das, was sie sind, ein immer noch andauernder Genozid, mit dem Ziel, die Identität einer Minderheit auszulöschen. Daneben sind auch die Anschläge in Paris, Brüssel, Nizza oder Ansbach traurige Beispiele dieser menschenverachtenden Ideologie. Allein durch seine Existenz entwickelt das Kalifat eine gefährliche Strahlkraft, die ausländische Kämpfer, Dschihadisten, Tourismus und Einzeltäter anzieht und die Terrorgefahr in Europa erhöht. Die physische Zerschlagung des Schreckensstaates kommt daher eine immense Bedeutung zu. Sie kamen, um zu zerstören, so lautet der Titel des UN-Berichts. Noch ist das Morden des IS nicht vorbei. Daher müssen wir die Terrormiliz auch weiterhin militärisch bekämpfen. Und deswegen bitte ich, diesen Einsatz entsprechend zu verlängern. Herzlichen Dank.
Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf